Ein bisschen Einsamkeit. Viel Natur. Und kleine alte Fischerorte an der Küste. In Schottlands Osten liegt ein Landstrich voller alter Traditionen. Und unerwarteter Entdeckungen. Garniert mit einer Prise Abenteuer. Ein Leben zwischen schroffen Steilküsten, einzigartigen Kulturdenkmälern auf hoher See und vielen Whiskyfässern. Willkommen an Schottlands Ostküste. Dort, wo der Meeresarm des Firth of Forth und die Nordsee ineinander übergehen, liegt die Isle of May. Ein kleiner grüner Felsen vor der schottischen Ostküste, rund 8 Kilometer vom Festland entfernt. Die May ist eine ziemlich einsame Insel. Hier leben zwar zehntausende Seevögel, aber nur wenige Menschen. Und das auch nur auf Zeit. David Steele lebt seit 8 Jahren auf der Insel, zumindest während der Saison von März bis November. Der aus Nordengland stammende Biologe ist der Reservatsmanager für das kleine Naturschutzgebiet mitten im Meer. Kaum jemand kennt die Insel und ihre Bewohner besser als er. Ja, hier nistet zum Beispiel eine Eiderente. Die sitzt jetzt seit 4 Wochen fast bewegungslos hier. Während sie brütet, bleibt sie immer auf ihren Eiern. In dieser Zeit verliert sie eine Menge Körpergewicht. Diese Insel hat ganz viele verschiedene Lebensräume, ganz viele kleine Welten. Oben im Hochland, da nisten die Papageitaucher. Die Eiderenten sitzen am liebsten direkt an den Fußwegen. Und oben in den Cliffs, da sind die Trottellummen und Tordalke. Überall diese verschiedenen Kolonien. Und zusammen bilden sie die Isle of May und ihre Vogelwelt. Jetzt im Frühjahr verschmelzen diese verschiedenen Welten miteinander. Die Brutsaison auf der Isle of May ist in vollem Gange. In den kommenden Wochen werden hier zehntausende neue Küken schlüpfen. Während die ersten Eiderenten bereits stolz ihren Nachwuchs präsentieren, sind die meisten anderen Arten noch nicht so weit. Für Kormorane, Möwen oder Papageitaucher geht es im Moment vor allem um eins: Nestbau. Die Isle of May ist ein bedeutsames nationales Naturreservat, vor allem für Seevögel und Kegelrobben. Zurzeit haben wir hier allein 46.000 Paare Papageitaucher. Das ist die drittgrößte Kolonie in Großbritannien. Und dazu haben wir eine riesige Zahl an Trottellummen, Kormoranen und 3 Zehenmöwen. Insgesamt rund 80.000 Brutpaare Seevögel. Im Herbst verändert sich die Insel dann und wird zur Kegelrobbenkolonie, in der jedes Jahr 2.500 Welpen geboren werden. Also ja, das hier ist ein extrem wichtiger Ort für die Tierwelt. Das alles auf einer Felsinsel, die nicht einmal 2 Kilometer lang und weniger als 500 Meter breit ist. Im Mittelalter stand hier ein bedeutendes Kloster, dessen Grundmauern immer noch zu sehen sind. In der Neuzeit war die May Standort für mehrere bemannte Leuchttürme, die Schiffen den Weg nach Edinburgh wiesen. Heute sind Menschen in dem Reservat eigentlich nicht mehr erwünscht, mit einer Ausnahme. Während der Saison kommen mehrmals pro Woche Ausflugsboote und bringen Naturfreunde und Vogelbeobachter. 3 Stunden Aufenthalt für eine streng begrenzte Zahl von Besuchern.
Willkommen, mein Name ist David. Ich bin der Gebietsbetreuer. Meine Kollegen und ich sind auf der Insel unterwegs. Also wenn Sie uns sehen, stellen Sie uns gerne alle Fragen zu den Vögeln oder dem Leben auf der Insel. Die schweren Fragen am liebsten meinen Kollegen, die einfachen, leichten übernehme gerne ich. Also nochmal, willkommen, schön, dass Sie da sind. Es ist ein wunderschöner Tag auf der Isle of May. Auf der Insel herrschen strenge Regeln, natürlich zum Schutz der Vögel, aber auch der Besucher. Die Insel ist vollgepackt mit Papageitauchern. 46.000 Paare, die alle unter der Erde nisten. Und wenn die Leute nicht auf den Wegen bleiben, könnten sie in den Löchern stolpern oder sogar in die Nisthöhlen durchbrechen. Deshalb ist es so wichtig, dass alle sich an Fußpfade und Bohlenwege halten. Das ist die wichtigste Regel. Die Papageitaucher. Sie sind der Grund für die Vorsicht und gleichzeitig die unangefochtenen Stars auf der Isle of May. Die meiste Zeit ihres Lebens verbringen die kleinen Alkenvögel schwimmend auf der Nordsee oder dem Atlantik. Nur um sich zu paaren und ihre Jungen großzuziehen, kommen sie jedes Frühjahr hierher. Besonders gut fliegen können sie zwar nicht, aber sie sind hervorragende Schwimmer und Taucher. Und wahre Meister darin, ihre eigenen Nisthöhlen zu graben. Davon gibt es auf der Isle of May Abertausende. Die meisten sind jetzt schon belegt. Die Papageitaucher nisten unterirdisch. Sie kommen ihr ganzes Leben lang jedes Jahr in die gleiche Bruthöhle zurück. Und sie können 30, 35 Jahre alt werden. Und bei dieser Höhle können wir gut sehen, dass sie bewohnt ist. Da sind Federn im Eingang und ein bisschen frischer Vogelkot. Diese Höhle ist ungefähr eine Armlänge tief. Und am Ende sitzen zwei Kammern. Eine ist die Toilette, in der anderen liegt ein einzelnes Ei. Und auf dem sitzt genau in diesem Moment ein Papageitaucher. In gut einer Woche werden die meisten Küken schlüpfen. Bis dahin herrscht bei den Papageitauchern noch die Ruhe vor dem Sturm. Die verschiedenen Vogelarten auf der Insel haben alle ihren eigenen Rhythmus. Während die einen schon fast mit dem Brüten fertig sind, stecken die anderen noch mitten in der Paarungszeit. So wie die Küstenseeschwalben direkt neben der Inselstation. Balztanz statt Nestbau. Die vielleicht aufregendste kleine Welt der Isle of May versteckt sich allerdings noch ein paar hundert Meter weiter. Am Südrand der Insel liegen die Klippen. Und auch sie sind jetzt im Frühjahr voll mit Leben. Wer hier wohnt, mag es eng und steil oder ist Flugkünstler. In diesen Klippen sind die Vorsprünge bis runter ans Wasser bevölkert von Trottellummen und Tordalken. Also Vögeln, die keine Nester bauen, sondern ihr einzelnes Ei beim Brüten zwischen die Füße klemmen, so wie Pinguine. Und dazwischen diese wunderschönen kleinen Dreizehenmöwen, die ihre Nester selbst in die schmalsten Absätze bauen. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Stadt für Seevögel. Allerdings nur für begrenzte Zeit. Denn sobald ihre Küken flügge sind, ziehen die Seevögel wieder hinaus aufs offene Meer. Deutlich beständiger sind da die menschlichen Siedlungen an der schottischen Ostküste. Arbroath zum Beispiel. Der kleine Hafenort liegt ungefähr 40 Kilometer nördlich der Isle of May, an der Küste der Grafschaft Angus. Die Stadt ist mehr als 1000 Jahre alt und war einmal eine der wichtigsten Fischereihäfen Schottlands. Heute sind nur noch Spuren dieser Zeit übrig. Und doch gibt es da etwas, wofür Arbroath weit über die Grenzen Schottlands hinaus bekannt ist. Ein waschechtes, sogenanntes Weltwunder des frühen Industriezeitalters. Das steht allerdings nicht im Ort selbst, sondern weit draußen vor der Küste.
Alex Smith ist auf dem Weg zu genau diesem Weltwunder. Er ist in Arbroath geboren und fährt seit über 45 Jahren zur See. Kaum jemand kennt die Gewässer der Region so gut wie er und damit natürlich auch den Weg zum Leuchtturm von Bell Rock. Das ist ein echtes Wegzeichen. Früher haben wir ganz weit draußen gefischt. Und wenn du zurückgekommen bist und hast Bell Rock gesehen, dann hast du gewusst, dass du bald zu Hause bist. Zurück in Arbroath. Es tut einfach gut, ihn zu sehen. Allein der Bau dieses Turms war eine unglaubliche Leistung. Ich war nur ein einziges Mal drüben, 1986, zu seinem 175-jährigen Jubiläum. Wenn du da drumherum läufst und siehst, wie er in das Riff gebaut wurde, das ist atemberaubend. Tatsächlich ist der einsame Leuchtturm mitten im Meer so etwas wie ein Wunderwerk. Gelegen an einem der unwirtlichsten Orte, die man sich nur vorstellen kann. Ein winziges Riff, mehr als 16 Kilometer von der Küste entfernt, das nur bei Niedrigwasser freiliegt. Als der Turm Anfang des 19. Jahrhunderts geplant wurde, hielt es fast niemand für möglich, dass man ein solches Bauwerk an einem solchen Ort überhaupt errichten könne. Und doch steht er noch heute, nach mehr als 200 Jahren, einsam weit draußen in der Nordsee. Arbroath und sein Hafen sind seit dem Bau fest mit dem Leuchtturm verbunden. Nicht nur, weil das Leuchtfeuer die Fischer der Stadt fast 200 Jahre lang sicher nach Hause geleitet hat, sondern auch, weil viele der Leuchtturmwärter aus der Stadt kamen oder hier lebten. Bell Rock hatte bis 1988 eine feste Besatzung, die sich um das Leuchtfeuer kümmerte. Letzter Hauptleuchtturmwärter war John Booth. Obwohl sein letzter Dienst an Bord inzwischen 35 Jahre her ist, kann er sich noch gut an das entbehrungsreiche Leben auf dem Turm erinnern. Ach, im Prinzip war Bell Rock wie jeder andere Leuchtturm. Wir hatten einen eigenen Maschinenraum, mit dem wir Strom erzeugt haben. Dummerweise ging fast der gesamte Strom ins Leuchtfeuer. Wir hatten nicht mal eine Heizung. Ein kleiner Heizstrahler in der Küche, das war's eigentlich. Keine Heizung in der Schlafkammer. Und die Schlafkammern, die waren nicht größer als so. Mit Etagenbetten, drei übereinander. Und man musste direkt an der Wand schlafen. Für die Privatsphäre hatten wir dann nur einen kleinen Vorhang. Ich habe unten geschlafen und über mir ein Kollege und dann noch einer ganz oben. Und wenn du dann aufgestanden bist für die Wache um 2 Uhr morgens oder um 6 oder um 10, dann konntest du dich nicht einfach in den Pullover zwängen und die Arme ausstrecken. Dazu war es zu eng. Du musstest erst die Tür der Schlafkammer aufmachen und dann hattest du Platz zum Anziehen. Das Gegenstück zu Bell Rock liegt direkt am Hafenausgang von Arbroath. Der Signal Tower war im 19. Jahrhundert die Landstation, von der aus der Leuchtturm versorgt wurde und in der die Leuchtturmwärter mit ihren Familien lebten. Heute beherbergt das historische Gebäude ein Museum, in dem die Geschichte von Bell Rock erzählt und die Leistung seiner Baumeister Robert Stevenson und John Rennie gewürdigt wird, die 1807 bis 1811 das Unmögliche möglich machten. Gerade einmal 4 Jahre Bauzeit. Gebaut werden konnte nur im Sommer und bei Niedrigwasser. Die Arbeiter mussten ohne moderne Maschinen oder direkten Kontakt zum Festland auskommen. Das Geheimnis, warum Bell Rock selbst heute fest auf dem Riff steht, ist sein Fundament. 30 Lagen von ineinander verschränkten Steinen, jeder präzise individuell gehauen und wie ein riesiges dreidimensionales Puzzle so perfekt ineinander verschränkt, dass der Turm seit 200 Jahren Wind und Wellen trotzt. Doch alle Probleme konnten auch die brillanten Architekten nicht lösen. Die Wasserversorgung zum Beispiel war bis in die Neuzeit hinein die größte Herausforderung auf Bell Rock. You could have a bath
Du konntest nicht einfach baden und du konntest nicht duschen. Die schmutzigen Teller haben wir immer einfach stehen lassen, bis wir alle auf einmal spülen konnten. Das Wasser war einfach extrem knapp. Und was die persönliche Hygiene angeht, naja, da hatte ich so eine kleine Plastikkiste. Da ist dann immer ein Eimer Seewasser reingekommen und damit habe ich mich dann abgeschrubbt. Und dann habe ich den Eimer wieder durchs Fenster geworfen und frisches Seewasser hochgezogen und mich damit nochmal abgespült. Drüben im Museum gibt es sogar noch ein Foto davon. Trotz aller Entbehrungen. Für John Booth ist die Zeit auf dem Leuchtturm ein Teil seines Lebens, den er nicht missen möchte. Bell Rock hatte einen notorisch schlechten Ruf. Wenn jemand dahin versetzt wurde, dann war die Reaktion eigentlich immer sowas wie: Herrgott, nein, bloß nicht Bell Rock. Aber ich habe das nie gedacht. Für mich war es ein Leuchtturm wie jeder andere. Ich mochte Bell Rock. I enjoyed my time on the Bell. Yeah. Ich habe meine Zeit dort immer genossen. Doch Arbroath hat mehr zu bieten als nur einen außergewöhnlichen Leuchtturm. Gerade in Hafennähe ist noch viel von der schottischen Fischereitradition zu spüren, die die Stadt seit Jahrhunderten prägt. Heute gehen die meisten verbliebenen Fischer auf Hummer. Doch früher wurde hier vor allem Schellfisch angelandet. Wegen ihm ist die Stadt auch für eine besondere Spezialität bekannt. Den frisch geräucherten Arbroath Smoky. Fischhändler Campbell Scott stellt ihn gerade her. Die Leute fragen immer, was ich für ein Holz benutze. Eigentlich ist jedes Hartholz gut, vor allem Eiche, aber jedes geht. Weichholz würde den Fisch auch garen, aber da kriegt er keine Farbe. Also Hartholz. Hier habe ich eine Mischung, Eiche und Buche. Hauptsache Hartholz. Scott räuchert den Smoky in seinem kleinen Fischgeschäft direkt am Hafen, mehrmals die Woche. Die Feuergrube, das sogenannte Barrel, hat er zusammen mit dem Laden vor Jahrzehnten von seinen Eltern übernommen. Die Smokies sind sozusagen eine Familientradition. Ganz wichtig, nur fangfrischer Schellfisch ergibt einen echten Arbroath Smoky. Jeder Schellfisch hat einen dunklen Punkt, wie einen Fingerabdruck. Daran erkennt man sie. Angeblich ist der noch vom heiligen Petrus. Als der sie gefischt hat, ist der Abdruck geblieben. Das ist die Geschichte. So they've been gutted at sea and then we just had the head taken off them and then they're just cleaned out. Sie werden direkt nach dem Fang ausgeweidet und wir schneiden dann den Kopf ab. Dann machen wir sie sauber, waschen das Blut ab und binden sie in Paare, so wie hier. Dann kann man sie gut an die Stangen übers Feuer hängen. Das ist schon viel Vorbereitung und alles per Hand, keine Maschinen. Das Besondere, der Smoky wird nur kurz geräuchert, direkt über der offenen Flamme. Das Feuer war noch etwas nah bei den Fischen, also habe ich es etwas flacher gemacht. Wenn gleich der Deckel draufkommt, wollen wir die Fische ja räuchern und nicht grillen. Du spürst schon, wie heiß das ist. Die Hitze kocht sie dabei schön durch. Der Rauch gibt den Geschmack, aber um sie zu garen, brauchen wir auch viel Hitze im Ofen. Deswegen muss Gott sich jetzt auch beeilen. Je länger der Fisch in der geöffneten Feuergrube hängt, desto größer die Gefahr, dass er verbrennt. Und das soll er auf keinen Fall. Erst wenn die Klappe geschlossen und mit feuchten Jutesäcken abgedichtet ist, wird dem Feuer im Inneren der Sauerstoff entzogen. Dadurch brennt es niedrig und langsam, mit einer starken Rauchentwicklung. Der Fisch gart eine Stunde durch und nimmt die gewünschten Aromen auf. Scott betreibt den Fischladen in zweiter Generation, ein Familienunternehmen, untergebracht in einem winzigen Häuschen direkt am Meer.
Meine Mom und mein Dad haben den Laden 1963 oder 64 eröffnet. Ich habe schon früh hier mitgeholfen. Ich und meine Brüder und Schwestern. Wir haben alle angepackt, wenn keine Schule war. Ich bin also dabei, seit ich 10 bin. Wir verkaufen nicht an den Großhandel, sondern vor allem an der Haustür, an Hausfrauen. Viele kenne ich seit 2, 3 Generationen. Sie kaufen den Fisch von uns, weil sie dann wissen, was sie kriegen. Nicht im Supermarkt oder anderswo. Der Smokey braucht noch ein wenig. Also kümmert sich Scott erstmal um den Lieferwagen. Unter dem wachsamen Blick seines inoffiziellen Maskottchens. Das ist Elvis, ja. Ja, das ist Elvis. Hofft wahrscheinlich, dass später noch was abfällt. Letztes Jahr hatte er 2 Junge. Muss also ein Weibchen sein und kann eigentlich gar nicht Elvis heißen. Die Mädels hier im Laden haben sie Chicken und Nugget genannt. Die meisten Fischläden hier haben ihre eigene Möwe. Unten in der Stadt gibt es einen an der Hauptstraße. Da sitzt die Möwe den ganzen Tag davor und hofft, dass sie was abkriegt. Aber wir füttern die nicht. Endlich. Nach einer knappen Stunde in der Räuchergrube. Der Smokey ist fertig. Ja, die sind perfekt, glaube ich. Einfach perfekt. Ich hänge sie mal raus, das ist einfacher. Noch etwas auskühlen und dann der Geschmackstest. Der ideale Smoky sollte würzig und aromatisch sein, aber nicht trocken. Also du drückst an der Unterseite und wenn er dann offen ist, dann kannst du die Gräten ganz einfach rausnehmen. Sieht lecker und saftig aus. Lecker und saftig. Das Fleisch ist schön hell und es ist gar kein Blut mehr drin. 8 von 10 Punkten, sag ich mal. Probier du mal. Was meinst du? Lecker und saftig, oder? Geschmackstest bestanden. Auch wenn der fertige Räucherfisch durchaus ein paar Tage hält. Am besten schmeckt er immer ganz frisch, sagt Campbell Scott. Entsprechend geht der Smokey heute noch in den Verkauf. Übermorgen räuchert Scott die nächste Charge. Ein paar Kilometer weiter nördlich. Direkt hinter der Stadtgrenze von Arbroath erhebt sich die Küste langsam immer weiter aus dem Meer und bildet ein wild zerklüftetes Labyrinth aus schroffen, zackigen Klippen, tief eingeschnittenen Canyons und versteckten Buchten. Die Arbroath Cliffs sind eine der beeindruckendsten Landschaften der Grafschaft Angus und ein Paradies für Sportler und Entdecker. Kajakführer Cameron Smith hat hier sein Paddelrevier. Eines der spannendsten in ganz Schottland, wie er selbst sagt. Auch wenn der Weg ans Wasser gerade bei niedriger Tide etwas beschwerlich ist. Heute möchte er seinem Freund Kev ein paar der spektakulärsten Stellen dieses Paddelreviers zeigen. Davon gibt es einige, denn Smith-Touren führen nicht einfach an die Cliffs heran, sondern sie führen auch hinein. In einige der unzähligen versteckten Seehöhlen, die das Meer hier im Lauf der Jahrtausende in den Stein gewaschen hat.
Diese Bucht heißt das Hufeisen, weil sie von oben wie ein Hufeisen aussieht. Und was man hier schön sieht, alle Felsen sind nach vorne geneigt. Vor Millionen von Jahren haben sich hier wie in einem Flussbett Sand und Felsen abgelagert und aufgetürmt. Und irgendwann ist dann das ganze Land zum Meer hin abgesackt. Und diese Neigung kann man überall an der gesamten Steilküste sehen. Hier gibt es mehrere wirklich tolle Höhlen. Und wir fahren jetzt mal in diese hier und erkunden sie. Jede der unzähligen Höhlen hat einen eigenen Namen und einen eigenen Charakter. Wow! Look at this. Oof, nice. Wir sind jetzt in der sogenannten Stalaktitenhöhle. Da ist der Eingang vom Meer. Aber bei Niedrigwasser kann man die Höhle auch von Land aus erreichen. Das erklärt auch diese Graffiti hier. Frühe Graffiti von 1900, F. Morris und das da von 1936. Die sind damals zu Fuß hier reingekommen und haben sich verewigt. Und wir gehen jetzt mal tiefer rein und finden raus, warum die Höhle Stalaktitenhöhle heißt. Diese Höhle ist ca. 100 Meter lang und 30 Meter unter der Erde. Über uns sind schon Äcker und Felder. Da könnte jetzt gerade ein Bauer mit seinem Trecker drüber fahren. Die Klippen sind eine Art roter Sandstein. Und die Stalaktiten bilden sich seit Millionen von Jahren da, wo das Wasser runtertropft. Sie wachsen ca. 1 mm pro Jahr, auch jetzt noch. Aber alte Texte berichten, dass vor rund 100 Jahren die Jugendlichen aus dem Ort hergekommen sind und die Stalaktiten alle abgeschlagen haben. Also stell dir mal vor, wie beeindruckend das früher gewesen sein muss. Selbst heute ist es das ja noch. Allzu viel Zeit, um die Stalaktitenhöhle zu bewundern, bleibt den beiden heute allerdings nicht. Sobald das Hochwasser kommt, wird der Ausgang unpassierbar. Da das Meer vor der Steilküste heute aber ruhig ist, möchte Cameron noch schnell eine weitere Höhle besuchen, die besonders schwer erreichbar ist. Obwohl ihr Eingang nur ein paar Meter entfernt liegt, sieht sie ganz anders aus. Eine hohe Kaverne, geformt wie der Magen eines Wales. Mit einem Labyrinth aus ausgewaschenen Steindellen im Boden. Diese Höhle wird bei Hochwasser geflutet. Das Wasser reicht dann bis hier oben. Und selbst bei Niedrigwasser ist sie gefährlich, weil im Eingangstunnel hohe Wellen schlagen können. Ich bin hier schon mal bei richtigem Wellengang gewesen und war nicht sicher, ob wir es wieder rausschaffen. Aber am Ende, wir haben es dann geschafft. In den natürlichen Becken im Boden leben Höhlenbewohner, die man eher auf dem Meeresgrund erwarten würde. Krebse, Fische und Seeanemonen. Ich habe schon gesehen, wie die Fische fangen. Die Tentakel wickeln sich um den Fisch und saugen ihn rein. Wie eine Venusfliegenfalle, nur im Wasser. Ein bisschen gruselig, aber wunderschön. Seit inzwischen 3 Jahren verdient Cameron seinen Lebensunterhalt als erster und einziger Höhlenführer von Arbroath. Das habe ich eigentlich Corona zu verdanken. Vorher war ich Hochzeitsmusiker und habe Firmenvideos gemacht. Aber dann sind die Hochzeiten ausgefallen, die Firmen waren geschlossen und ich hatte viel freie Zeit. Also habe ich die Steilküste erforscht und Fotos online gestellt. Und auf einmal hatte ich über 30 Anfragen für geführte Touren. It came out of nowhere. Zum Abschluss der Tour hat Cameron noch ein besonderes Highlight im Petto, das er Kev zeigen möchte.
Mermaid's Kirk, die Kirche der Meerjungfrauen. Ein geheimer Strand zwischen den Klippen. See the car with the big G there. So that's the big jump. Viele Leute auf der Tour sagen mir, ich habe mein ganzes Leben in Schottland gelebt und nicht mal gewusst, dass es das hier überhaupt gibt. Fast alle Touristen besuchen die schottische Westküste. Zu uns in den Osten nach Angus kommen nur wenige. Dabei ist es so schön hier. Die raue Steilküste lockt allerdings nicht nur Besucher an, die Einsamkeit und Natur genießen wollen, sondern auch regelmäßig solche, die auf der Suche nach ein bisschen Nervenkitzel sind. Nach Feierabend auf dem Parkplatz am Fuß der Klippen. Die Männer, die sich hier gerade vorbereiten, wollen in den nächsten Stunden einem etwas speziellen Hobby nachgehen: Klippenspringen. Lee Mitchell ist seit über 3 Jahren dabei. Wir sind ja nicht nur ein paar Idioten, die unkontrolliert von den Klippen hüpfen. Wir kennen das Gebiet hier wie unsere Westentasche. Und das bedeutet, dass wir eigentlich drauf losspringen könnten, weil wir ja wissen, wo es sicher ist. Aber natürlich muss man trotzdem jedes Mal checken, ob auch wirklich alles sicher ist. Wobei hier am Meer weniger Äste und anderes großes Treibgut unterwegs sind als in den Flüssen. Da müsste man noch viel genauer checken. Die inoffizielle Gruppe verabredet sich normalerweise online. Die meisten hier haben schon einige Erfahrungen. Aber heute ist auch ein neues Gesicht dabei. Ja, ich habe diese Leute noch nie vorher getroffen. Tia ist die einzige Frau heute und die einzige Anfängerin. Naja, du kannst sowas nicht alleine machen. Ich gehe alleine Meeresangeln und Wildschwimmen. Und ehrlich gesagt, das ist manchmal schon ein bisschen langweilig. Also warum nicht was zusammen mit anderen Leuten machen? Und dann hat mir jemand von dieser Gruppe erzählt und gemeint, geh doch einfach mal mit. Das sind nette Jungs, also warum nicht? Die Arbroath Cliffs bieten auf mehreren Kilometern einige gute Plätze zum Klippenspringen. Wichtigste Voraussetzungen: die Felsen müssen steil sein und das Wasser unter ihnen tief genug, um sicher eintauchen zu können. Nur wer diese Stellen kennt, kann sicher springen, selbst aus beachtlichen Höhen. Hier sind es 25 Meter bis nach unten ins Wasser. Das ist der höchste Sprung, den wir bei Arbroath haben. Aber wenn du den Cliffs weiter nach Norden folgst, da gibt es Klippen, die 35 Meter hoch sind und von denen man auch springen könnte. Aber bisher hat sich noch niemand getraut. Das Abenteuer braucht genaue Vorbereitung. Jedes Mal aufs Neue. So messen wir die Wassertiefe, um eine Vorstellung zu kriegen, ob es an der entsprechenden Stelle 3 oder 6 Meter tief ist. Außerdem sollte man die Stelle vorher mit einer guten Schwimmbrille abschwimmen. An ruhigen Tagen bei klarem Wasser sieht man da schon ziemlich viel. Und man sollte bedenken, dass viele Felsen bei Hochwasser überspült sind. Also kommt man am besten bei Niedrigwasser vorbei, um zu wissen, wo man nicht springen darf. Heute ist die Gruppe spät dran. Es ist Ebbe. Die Wasseroberfläche liegt niedriger als bei Hochwasser. Die ersten Probesprünge, um das richtige Gespür zu bekommen. Auch für Tia wird es ernst. Ich muss dann wohl. Ich sollte einfach springen. Seid ihr soweit? Dann muss ich ja wohl. Mehr als 5 Meter von einem Felsen in die 10 Grad kalte Nordsee. Das ist schon anders als im Freibad.
aufregend. Vorher fühlt es sich an, als wäre da eine Riesenlast auf deinen Schultern. Und wenn du dann unten bist, dann fällt alles von dir ab. Okay, jetzt bin ich also im Wasser. Das ist so kalt, dass du erstmal kaum atmen kannst. Da muss man entspannen und darf keine Panik kriegen. Das gilt auch für die Fortgeschrittenen. Lee möchte es aus mehr als 10 Metern versuchen. Die Trockenübungen vor dem Sprung gehören dazu. Normalerweise ja. Die meisten von uns können die Bewegungsabläufe. Aber vor dem Sprung ist da trotzdem immer ein bisschen Angst. Also musst du dich vorbereiten. Wenn du hinten stehst, kannst du das Wasser nicht sehen. Also musst du den Anlauf üben und gucken, wo du hinspringst. Zeit zum Springen. Nach 1,5 Stunden versinkt die Sonne hinter den Klippen. Die erfahrenen Springer wissen, für heute ist das Springen vorbei. Wir haben das schon als Schüler gemacht. Mit 13, 14 Jahren war das einfach ein Zeitvertreib. Wir sind mit unseren Rädern hier rausgefahren und wir hatten alle Spaß beim Springen. Aber irgendwann mit 17, 18 wirst du dann halt erwachsen. Du fängst mit dem Trinken an, hast andere Aktivitäten. Und dann kam Corona. Wir konnten nicht mehr reisen. Also haben wir uns alle einfach wieder hier getroffen und die Gruppe gestartet. 100 Pfund für einen Neoprenanzug. Dann ist alles hier, was du brauchst. Ich liebe das. Am nächsten Wochenende werden sie natürlich wieder hier sein. Für ein paar Stunden Freiheit und Nervenkitzel zwischen Klippen, Himmel und Meer. Noch ein paar Kilometer weiter nördlich ändert sich die Küstenlandschaft von Angus erneut. Statt von schroffen Felsen wird das Land nun von sanften grünen Hügeln und viel Landwirtschaft geprägt. Vor allem Getreide wächst auf den ausgedehnten Flächen in der Nähe des Städtchens Montrose. Auch die Arbiki Farm über der Bay of Lunen ist umgeben von Gersten- und Roggenfeldern. Der wichtigste Rohstoff für das Kerngeschäft des Hofes. Arbiki ist eine der jüngsten Destillerien Schottlands. Erst vor wenigen Jahren wandelten Geschäftsführer John Stirling und seine beiden Brüder den Betrieb ihrer Eltern um. Von der Milchwirtschaft zur ambitionierten Whisky-Brennerei. Meine Brüder und ich sind auf dieser Farm aufgewachsen und dann alle gegangen. Und eines Abends haben wir uns dann mal getroffen in New York und über alles Mögliche geredet. Und nach ein paar Drinks haben wir uns gefragt, warum machen wir aus dem Hof unserer Eltern nicht eine Destillerie, wo wir Whisky brennen, wie man ihn früher in Schottland gemacht hat, sozusagen farmbasiert. Solche Hofbrennereien gibt es fast gar nicht mehr. Wir möchten wieder eine direkte Verbindung von Boden, Ernte und natürlicher Umgebung für einen Whisky. Und je mehr Drinks wir hatten, umso besser kam uns diese Idee vor. Am Ende des Abends war es die beste Idee der Welt. Einige Jahre später ist aus der Schnapsidee der Brüder ein echtes Unternehmen geworden. Das Herzstück ist der ehemalige Kuhstall, heute die große Lagerhalle, in der Tausende und Abertausende Liter des schottischen Nationalgetränks in Stille und Halblicht vor sich hinreifen.
Der Herr über die unzähligen Fässer ist Christian Perez. Der gebürtige Chilene ist seit einigen Jahren Brennmeister hier. Und er experimentiert gerne. Normalerweise werden schottische Whiskys aus gemälzter Gerste hergestellt, die sogenannten Single Malt Whiskys. Doch Perez arbeitet auch mit anderen traditionellen Grundstoffen. Das hier ist ein Whisky aus Roggen, ein sogenannter Single Grain. Er schmeckt anders und muss weniger lang reifen. Wir sind mit die Ersten in Schottland, die wieder einen Single Grain Whisky herstellen, der aus Roggen statt aus Gerste gebrannt wird. Früher hat man das regelmäßig gemacht. Ich glaube, vor 100 oder 200 Jahren war das sogar noch ziemlich üblich hier. Unser Single Grain Whisky reift dann circa 3 Jahre. Und wenn er dann fertig ist, dann benutzen wir die Fässer, um darin unseren Single Malt Whisky herzustellen, der deutlich länger reifen muss. Offiziell gibt es diesen Single Malt Whisky allerdings noch nicht. Die Destillerie ist schlichtweg noch nicht alt genug, um ihren ersten echten Single Malt fertiggestellt zu haben. Da ein ordentlicher Whisky 10-12 Jahre reifen muss, werden die hier gelagerten Fässer frühestens in einigen Jahren die ersten Erträge bringen. Bis dahin ist Geduld gefragt. Ich sehe eine Destillerie ja als eine Art Bank. Diese Fässer hier, die sammeln sozusagen mit jedem Jahr Zinsen an. Das ist fast wie eine Währung. Nach 3 Jahren ist der Inhalt schon deutlich mehr wert. Nach 5, nach 8, noch mehr. Der Wert steigt und gleichzeitig sinkt das Volumen, wegen der Verdunstung. Man riecht das schon, wenn man hier reinkommt. Wir nennen das den Angel's Share, den Schluck für die Engel. Um die Wartezeit bis zur ersten verkaufsfertigen Charge Single Malt Whisky zu überbrücken, produziert die Brennerei auch andere Spirituosen. Gin zum Beispiel. Auch hier sind Perez und seine Kollegen eher experimentierfreudig. Statt aus Getreide oder Kartoffeln brennen sie ihren Alkohol unter anderem aus vor Ort angebauten Hülsenfrüchten, die vor dem Brennen zu Maische fermentiert werden. Das ist unser fermentierter Erbsensaft. Kein Erbsenbier, denn es ist ja kein Hopfen drin, sondern wirklich der Saft aus Erbsen nach der Fermentation. Da sind richtig viele Aromastoffe drin. Das kommt alles vom Fermentieren und schmeckt so ein bisschen nach Kräutern. Ja, ganz viele Kräuteraromen. Also erstmal brauchst du als Brennmeister natürlich Liebe und ganz viel Intuition. Aber natürlich auch ein bisschen Wissenschaft. Wir müssen zum Beispiel die Brennzeiten beachten, den Alkoholgehalt. Das sind so die Zeichen, mit denen wir überprüfen, wo wir bei der Destillation stehen. Aber das hier, das ist am wichtigsten. Du musst riechen, deiner Nase vertrauen, wenn du am Ende ein besonderes Produkt haben willst. Das Ergebnis ist, nach eigenen Angaben der Brennerei, der erste klimapositive Gin der Welt. Denn die Erbsen sollen beim Anbau mehr Kohlendioxid binden, als später bei seiner Herstellung freigesetzt wird. Nachhaltigkeit ist für John Stirling und seine Brüder ein wichtiger Teil ihrer Idee. Auf den Feldern vor ihrer Produktionshalle experimentieren sie mit alten Getreidesorten, die früher bei der Whisky-Produktion eingesetzt wurden. Auf anderen Äckern bauen sie neue Basispflanzen wie eben Erbsen an, aus denen bisher kaum Alkohol hergestellt wurde. Alles mit einem großen Ziel. Die Produkte sollen unverwechselbar den Charakter ihrer Küstenregion widerspiegeln. Viele Leute sagen, es ist egal, wo die Rohstoffe eines Whisky wachsen. Die irren sich. Die Gerste, die hier wächst, wird von der Umgebung beeinflusst. Vom Meer, von der Nordsee zum Beispiel, vom Salz in der Luft und dem Wasser, das aus den Bergen kommt. Und von der Sonne, die scheint ja sogar in Schottland hin und wieder mal. Und das alles, der Boden, das Wasser, die Salzluft, die Umwelt, hinterlassen ihre Geschmacksnuancen im Getreide. Und genau das wollen wir. Die natürlichen Umwelteinflüsse sollen den Whisky formen, den wir machen möchten. Ein Whisky, der einzigartig sein soll. Wie so vieles an Schottlands unbekannter Ostküste.